So, grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Robin Hood Sherwood Builders mit mir, dem Fuchsel, der hier gerade eine Quest angefangen hat. Aber warum habe ich die Quest angefangen? Ganz einfach, weil es hier eine Zwischensequenz gibt am Ende. Weil ich das Spiel nochmal beenden müssen in dem Moment. Ja. Nur um sie euch nochmal zu zeigen. Das ist doch ein... Oh, Fähigkeitspunkte halten. Das ist doch ein Like, ein Kommentar und ein Abo wert, findet ihr nicht? Besonderer Gegenstand gefunden, mystischer Stein. So. Findet ihr nicht, dass das ein Like da wert ist? Was meinst du, Dennis? Kann mit ihm nicht reden. Was mit dir, Edward? Warum will niemand mit mir reden? Elias, mein Lord, der Himmel selbst schickt dich. Ich komme aus dem Wald, genau wie sie, nehme ich an. Es braucht nicht viel, um die Söhne Adams zu provozieren. Aber was machst du, was hast du hier angestellt? Es ist ein Fluch und eine Strafe. Wieso sagst du das? Den sehen sie, mein Lord. Robin, das reicht. Den siehst du, Robin. Das Elend verfolgt uns monatelang. Es gibt niemanden mehr, der im Dorf arbeiten kann. Ich habe alle fähigen Jungs in der Armee aufgenommen. Ich höre immer noch ein paar Schläge. Naja gut, wer noch übrig... Ne, es waren nicht die. Wer noch übrig ist, muss für drei arbeiten und wir verhungern weiterhin. Das ist für alle schwierig. Warum dachtest du, dass die Geister... Warum dachtest du, die Geister wären eine Strafe? Diese harten Zeiten führen uns dazu, diesen Hügel umzugraben. Es heißt, sie hätten Heiden dort begraben. Also sagtest du, sie wären mit Schätzen begraben. Was noch? Wie nennen sie dich? Elias. Hör zu, Elias, und unterbreche mich nicht, sonst rufe ich noch mehr Geister aus dem Wald. My Lord nicht, Robin. Was ist aus diesem Land geworden? Kein Frieden, auch nach dem Tod? Und du willst hier nichts finden, außer ein paar Perlen und ein rostiges Schwert? Aber sie sind Heiden. Sie sind Heiden und ein Mensch ist ein Mensch. Er liegt da, um in Ruhe gelassen zu werden. Willst du das Grab deiner Mutter ausgraben? Aber mein Lord lebt und es geht ihr gut. Gut für sie, aber das meinte ich... nicht. Und das weißt du. Ja, aber wir dachten... Dann dachtest du falsch. Wenn wir eurem Münder nicht füttern könnten, schicken wir jeden, den ihr könnt, in mein Dorf. Sie werden sowohl Betten als auch Arbeit für hier finden. The servile brute, Milton Hawk, has been appointed to the task of doing away with Robin and looking after Sandal Castle under threat of the outlaws' actions. Will force alone be enough to defeat the shrewd Robin? Und das war der, die Zwischensequenz wegen euch, die ich euch reingeholt habe. Danke, Robin, vielen Dank. Wenn du schon dabei bist, dann sag deinen Leuten, dass wir ein besseres Sherwood bauen. Aber jetzt gehen wir zurück nach Hause und ich sollte besser niemanden von euch hier erwischen, der wieder Gräber ausgräbt. So. Okay, was waren denn die ganzen Geräusche gerade? Okay, ich höre gerade nichts mehr. Gut, habe ich euch jetzt wegen dieser Nebenquest da reingeholt. Ich habe diesen komischen, mysteriösen Stein. Den gucken wir uns jetzt gemeinsam. Diamant. Wo habe ich denn den her? Wunderschönes, äußerst wertvolles Mineral mit einer weiß-blauen Färbung. Es leuchtet im Licht mit einer unvergleichlichen Farbenpracht. Da ist noch einer. Topaz. Obsidian. Okay, und wo ist dieser mystische Stein? Vielleicht war es ja der Obsidian. Aber da stand mysteriöser Stein. Warte mal. Habe ich eine Quest freigeschalten? Nicht, dass ich wüsste. Okay, ich habe auch 14 Fähigkeitspunkte. Ich habe 2 Level insgesamt gemacht. Wenn ich hier unterwegs war. An sich habe ich eigentlich nicht viel geschafft. Ich wusste gerade, dass ich so viel habe. Schwarzes Mineral mit glasigem Schimmer, es ist hart und seine Kanten sind rasiermesser scharf. Ja, ist Vulkangestein, ganz normal. Na gut. Okay, dann hole ich euch einfach wieder rein, wenn ich euch wieder was Interessantes gefunden habe. Beziehungsweise wenn es mit der Story weitergeht. Da kämpft doch noch einer, ich sehe es doch. Ja, hier ist wieder so eine Truppe, das war das, was ich gehört habe. Attacke! Oh, Level 17. Wasserschwert muss repariert werden. Das klingt... Aua, nicht gut. So. Weil das hat... Was hat er denn für eine Axt da? So.
Einer weniger. Hier liegen überall Pfeile rum. So. Weil da einer Pfeile schießt. Geh mal weg da, ich kümmere mich um den. Er rennt weg, schnappt ihn! So. Hier. Hier verschnörkelt er durch. Und hier ist noch einer. So, waren das alle? Offensichtlich nicht. Da sind noch zwei. Au. Sag mal, werden es hier immer mehr? Weil da hinten ist noch einer. Da ist noch einer irgendwo. Ich glaube, der ist unsichtbar. Nein, ich glaube, der ist verbuggt, der ist irgendwo unsichtbar oder unter der Erde oder so. Ja, er setzt unsichtbare Kräfte ein. Und der hier auch. Na gut, dann kann ich denen nicht weiterhelfen. So, hier haben wir noch eine Untergrundhöhle. Mit Schlüssel öffnen. Ah, hier wird der mysteriöse Stein verwendet. Ach, das war ein Schlüssel. Ah, hier sind auch die Gegner. Die Unsichtbaren! Auf. Nun zu dir. Und zack. So, es waren wohl alle. Okay. Schau mal, gibt es hier irgendwas Interessantes? Aber mit Ausnahme von Loot wird hier wahrscheinlich nicht viel sein. Hm. Einfach nur Katakomben hier ohne. Führt denn das hin? Kann mit Säure verwendet werden. Ja gut, da ist ein EP dahinter. Hebe Obsidian auf. Okay, Obsidian war nicht der mysteriöse Stein. Oh. Und zack und zack. Ich nehme einfach alles. So, wo führt denn das hin? Mann, ich wollte eigentlich nur bei wichtigen Sachen reinholen. Okay, hier führt es einfach nur wieder raus. Das ist, ja. Berauschend. Sehr berauschend. Behaupte ich mal. Also wegen diesen einen EXP-Punkt da kann man hier reingehen. Naja, gut. Okay, dann hole ich wieder rein, wenn ich wieder was Interessantes entdecke. Bis dann, Nat. Okay, ich habe eine weitere Szene freigeschaltet. Mann, diese Wölfe, die können irgendwie ein Gift oder sowas werfen. Die ganze Zeit stoned. Okay. Ich muss jetzt eigentlich nur mit ihm reden, dann sollte es eigentlich gewesen sein. Ich wusste, dass es gut gehen würde. Da bin ich mir nicht so sicher. Das macht jetzt Sinn. Es passt zu den Legenden. Welche Legenden? In der Nähe gibt es eine Liebesbucht. Du hast ihn erwähnt, ich hoffe, die Banditen haben dich zur Vernunft gebracht. Du hast ihnen ein wenig geholfen. Man sagt, niemand habe die Bucht jemals benutzt, weil eine mysteriöse Kraft den Geliebten immer nach Hause gebracht hat, bis zu der glücklichen Liebe. Ah, okay. Glaubst du das? Orders and plans only turn out to be as good as the people who carry them out. Put up against the wall, Milton Hawke will do his best to keep Sandal Castle in the Sheriff's power. Hm. Ich glaube nicht, dass ich dank dir in Stücke gerissen wurde. Danke, Kapuzenmann. Ich gehe nach Hause. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Nimm das als Dankeschön. Die heutige Jugend. So. Es kann jetzt sein, dass ich die, nee, Moment, falscher Knopf. Kann jetzt sein, dass ich die, Aufgabe hier schon soweit habe, oder? Ja, ich habe die 40%. Okay, das heißt, ich könnte theoretisch hier weitermachen. Okay. Wow,
Aber gut, ich wollte noch ein paar Nebenmissionen so machen. Ich schaue gerade nochmal. Ich habe auch Gold gefunden, ich habe Kohle gefunden. Ich wollte aber noch mal ein bisschen Holz, Material etc. Irgendwie finde ich hier sowas nicht. So besonderes Material, was ich hier... Sag mal, wie lange hält denn das Gift eigentlich? Jetzt hat es aufgehört. Naja, gut. Ich melde mich dann einfach, wenn ich was mache. Entweder tue ich hier im Dorf weiter ausbauen oder ich tue halt die Mission weiter fortführen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, kurzes Update. Ja, ich mache jetzt gleich die Mission. Einen Moment noch. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich war hier oben jetzt schon soweit bis in ein Gebiet hier. Hab da schon ein bisschen was gemacht. Und hier ist offenbar irgendwo ein Bereich. Hier. Ja, hier, warte mal, wo war das nochmal? Hier war irgendwo ein Bereich. Ja, doch, hier. Der Bereich hier oben. Diesen Fluss, wenn man hier jetzt den Cursor hier folgt. Diesen Bereich hier oben, da komme ich nicht rein. Da sind hier so einzelne Brücken hier. Aber die sind so Zugbrücken, die hochgefahren sind. Und ich habe hier auch so ein paar Weiden gefunden, also Bäume gefunden, wo ich schon eine Axt mit Stufe 4 brauche. Und hier gegenüber war noch irgendwo, hier so, irgendwo war das so eine Mine da, wo man Meteor abbauen kann. Also keine Ahnung, warum man das als Metall ansieht, aber hey, kann man abbauen als solches. Aber dafür brauchst du halt auch Spitzhacke Stufe 4. Das wissen wir wohl oder übel bald die Schmiede weiter ausbauen. Naja, gut, egal. Ich mache jetzt erstmal Missionen. Rain Hotel. Glückwunsch, Robin. Alle Menschen in der Umgebung kennen deinen Namen. Selbst hier erzählt man mir oft von Robin Hood und seinen Heldentaten. Ich mache einfach meine Regeln und versuche nicht jemand zu sein, der ich nicht bin. Kluge Worte. Du hast dich bei den Menschen mit deinen Taten bewährt. Und dank dir fällt es meinen Einheiten leichter, Gebiete aus den Händen der Sheriffs zurückzuerobern. Es gibt jedoch eine Sache, die keinen Aufschub duldet. Lass mich raten, es geht um das Schloss. Robin, ich konnte es mir kaum leisten, die Geduld zu verlieren, die ich aufbrauchte, während ich auf die Neuigkeiten von Saddle Castle wartete. Es reicht jetzt. Hat sich etwas geändert? Ja, meine Männer haben berichtet, dass sich die Tore von Saddle Castle zum ersten Mal seit langer Zeit wieder geöffnet haben. Aber das ist kein gutes Zeichen. Sie wurden geöffnet, um den Galgen für meinen Kontaktmann vorzubereiten. Wilkie wurde gefangen genommen und wird bald am Galgen baumeln. Es scheint, als hätten wir keine Zeit zu verlieren. Weil sie gerade eben Galgen erwähnen, ich habe ja hier, ich kam auch nochmal an der einen Stelle da vorbei, wo ich in der einen Folge da die eine Frau da gehängt worden ist, wo ich dann den Pfeil halt, wo ich daneben geschossen habe, kam ja auch noch vorbei. Und es hat sie nicht zurückgesetzt, irgendwie aus komischen Gründen. Weiß nicht, ob es einfach für immer vergeigt ist oder ob es irgendwann zurückgesetzt wird. Ich habe keine Ahnung. Es scheint, als hätten wir keine Zeit zu verlieren. Nicht das Geringste. Bitte hilf ihm und finde heraus, was zum Teufel hinter den Schlossmauern vor sich geht. Und da wäre noch eine Sache. Was denn? Hey, was ist denn das, hat er gesagt. Wenn du ihn befreit hast, bring ihn zu einem Ort mit den alten, verfallenen Katapulten. Ich muss mich dort mal umsehen. Ich werde in der Nähe auf dich warten. Ich mach das, niemand wird heute dort hängen. Ich weiß, welche Stelle er meint. Ich weiß, welche Stelle der meint, die habe ich auch schon gesehen, die Stelle. Die war in der Nähe von der Burg. Hier war sie. Ich glaube zumindest, dass es der Ort ist. Da stehen ein paar alte Trieböcke rum. Oder Bilde, oder wie die... Trebuler. Trebuget. Trebuke. Trebu. Also ich kenne sie halt eben als Triebock. Na ja. Da stehen sie rum und warten darauf, wieder schießen zu dürfen. Und dieses Zelt ist neu. Warte jetzt zumindest mal. Aber ich komme mich nicht erinnern, dass hier ein Zelt stand. So, zurück zu einem Thema. Oh, guck mal, da ist sogar ein Dorf, Schulze. Hä? Nee, hier war niemand. Es sind ja auf einmal so viele Leute hier. Also als ich hier war, da waren keine Leute hier in dem Moment. Aber gut, vielleicht ändert sich ja ein bisschen was in der Umgebung. So, ach du Scheiße, Schloss ist ja da unten. Nee, Moment. Das ist eine andere Mission. Rettung in Saddle Castle.
Bei Sandal Castle war doch hier oben irgendwo. Hier ist es doch. Na gut, dann gucken wir uns mal da mal um. Sandal Castle. Sandal Castle. Sandkasten. Wer weiß, vielleicht heißt das Ding sogar Sandkasten. Jetzt mal vom Weiten angucken. Oh. Wirkt ziemlich klein. Ist eine ziemlich kleine Festung. Kann man easy über die Mauer drüber steigen. Komisch, je näher ich hinkomme, desto größer wird die Burg. Und erinnert mich irgendwie an dieses eine, an die eine Burg da aus Kingdom Come Deliverance. Aber gut, das ist nur, kommt mir nur bekannt vor. Es hat nichts damit zu tun, dass die Burg völlig gleich ist. Weil das ist auf jeden Fall nicht. Huch, zwei Kontrollpunkte aktualisiert. Oh nein! Ich darf nur nicht daneben schießen. So. So. Boah, das war fast daneben. Fast. Oh. Also der Typ, der da hing, der hat schon Stift in der Hose gehabt. Level 18. Oh, ich sollte ein bisschen auf mein Leben achten. Alter, der hat mich voll erschossen. Ich habe doch noch so viel Leben gehabt. Hä? Ich habe doch gerade noch ein Viertel Leben gehabt. Der hat gekrittet, der Junge. Ich muss ihn schon wieder retten. Aber er freut sich. Habt ihr gesehen, was er für ein Grinsen drauf hatte? Hurra, ich werde hängt. Ist das nicht schön? Na? Okay, warte mal ganz kurz. Feuer frei. Er war fast in seinen Hinterkopf abgetaucht. Sie haben mich noch nicht gesehen. Okay, jetzt haben sie mich gesehen. Okay, kommt schon, Leute. Kann man nicht drüber reden. Ach, Mann. Weil ich gerade auf den Bogenschützen hinten geachtet habe. Bogenschütze ist potenziell gefährlich. Rave the Held. Haha. So. Au. Endgegner. Nein! Ach, Mann. Stehen geblieben. Das war doof. Nein! Oh, Mann. Das war knapp. Wenn der jetzt nochmal geschossen hätte. So, Heiltrank. Und dann könnte ich mir gleich noch eine. Der Henker steht da oben. Was ist so passiert? Hallo, Wilki. Habe ich recht? So nennt man mich. Danke für die Rettung, Fremder. Kein Problem. Es ist immer gut, mit den Männern des Königs zu verhandeln. Was ist mit dieser verfluchten Burg los? Ich will nicht undankbar klingen, aber diese Information ist für jemand anderen bestimmt. Für Rain oder das ist derjenige, der mich geschickt hat, um dir zu helfen. Ich wusste, er würde mich nicht zurücklassen. Und er hat es nicht getan, aber ich habe dich gerettet. Ich muss wissen, was hinter den Mauern vor sich geht. Schon gut, schon gut. Ich werde es dir sagen. Die Sache ist seltsam, aber vom Sheriff gut geplant. Warum bin ich nicht überrascht? Wo Sheriff und diesen einen Kerl, der darauf besteht, Alchemist genannt zu werden. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, aber es ist furchterregend. Ich habe ihn einmal gesehen und ich möchte, dass er das letzte Mal war. Was haben denn Sheriff und der ganze Alchemist, wie du ihn nennst, vor? Das weiß nur der Teufel. Und das meine ich ernst. Der Alchemist sollte den Leuten ein spezielles Bier zugeben, aber dass er...
das er vor vielen Wochen hierher gebracht hat. Angeblich auf Anweisung des Sheriffs. Das klingt katastrophal. Jetzt sind ja alle betrunken. Das tut es aber nicht, weshalb so viele fröhliche Freiwillige gefunden haben. Sie tranken und spürten, wie ihre Kraft zunahm. Aber später verloren sie den Verstand. Wakey, das klingt immer noch nach etwas Normalen. Leute, die viel Alkohol trinken. Das war nicht so, Mann. Sie fingen alle an, sich sehr seltsam zu verhalten. Sie waren aggressiv, unmenschlich stark und bösartig. Und doch nach einiger Zeit wurden sie schwach, träge, krank. Mhm. Du weißt, was ich sagen will, nicht wahr? Die waren alle besoffen. Sie waren nicht verkatert. Dieser Zustand hielt wochenlang an. Einige Menschen starben. Sie starben wegen dem Gift in fürchterlichen Qualen. Sie sahen Gespenster, irgendwelche Masken an den Wänden. Teufel, wo auch immer das Auge reicht. Glaubst du, das Bier war vergiftet? Da bin ich mir sicher. Der ganze Vorrat war für die ganze Zeit down. Niemand hat ihn seitdem getrunken. Als der Alchemist merkte, dass die Leute krank wurden, verließ er das Schloss. Und wo ist er hingegangen? Keine Ahnung. Das heißt, er wollte sich beim Sheriff melden. Er ließ diesen brutalen Milton zurück, der immer noch... Milton, das war, glaube ich, der, wo wir es mal in den Zwischensequenzen gesehen haben. Der immer noch alle an der kurzen Leine hält und jeden verbietet, das Schloss zu verlassen, bis weitere Befehle eintreffen. Und das ist in der Tat eine üble Sache. Ich muss da rein. Du hörst wohl nicht richtig zu, Fremder. Die gesamte Armee von Milton ist im Schloss. Die Menschen sind eingeschlossen. Die Lage ist ernst. Eine ganze Armee wäre nötig, um ihnen zu helfen. Und wo ist jetzt das Problem genau? Ich verstehe, aber richtig nicht auf. Finde Reynold bei den alten Katapulten und erzähle ihnen alles. Das werde ich tun. Danke nochmals. Bis zum nächsten Mal. Sag Reynold, dass wir uns bald sehen werden. Gespräch beendet. Du hast wirklich erfolgreich gerettet. Geh zu Reynold. Ich habe nun ziemlich viel Leben verloren in der Zeit hier. Mist, Schafsgarbenbalsam hätte ich lieber nutzen sollen. Außerhalb des Kampfes. Das ist irgendwie besser, außerhalb des Kampfes sowas zu benutzen und im Kampf einen Heiltrank benutzen. So, Reynolds ist da drüben. Soll ich schnell laufen? Ja, ich laufe. Ich porte mich. Wenn ich den Punkt schon entdeckt habe, warum soll ich dann laufen? Ich bin so Pferde mindestens genauso schnell. Diese Pferde sind ja wenn auch zu Fuß. So. Hui. Hallo. Nur so doof gefragt. Oh, das war aber scheiße geschossen. Oh, das war richtig scheiße. Wo rennt er jetzt hin? Au! Er hat mich sogar wirklich getroffen. Au! Aber der macht keinen Schaden. Okay, also Teambeschuss ist ausgeschalten. Von welcher Position er immer schießt. Ich weiß nicht, ich will nicht mehr schießen. Der steht genau da wie gerade eben. Ich weiß nicht. Geh mal weg, ich will schießen. Entschuldigung. Ja, ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Dann soll er weiter ballern. Na, also geht doch. Aber auf jeden Fall keine guten Pfeile, die gehen sofort kaputt. Hey, bist du Wilkie? Du warst doch Wilkie, oder nicht? Also guck mal, da steht er sogar. Und er hat dasselbe Grinsen drauf wie da an dem Tag, als er gehängt worden ist. Was haben wir hier? Kupferkopffallen, nehmen wir mit. Stein. Käserad. Ist hier noch irgendwas? So. Du hast Wilkie gerettet, Robin. Das bedeutet mir sehr viel. Ich denke, ich kann dir vertrauen und wir können mit der Planung der Eroberung von Sandal Castle beginnen. Ich werde es erobern. Ich verdiene es so sehr, wie meine Menschen, wie die Menschen Frieden und Gerechtigkeit verdienen. Ich stimme dir zu, aber mit Idealen an sich hat man noch nie ein Problem gelöst. Und das ist wahr, also hör mir gut zu. Ich habe mit Wilkie gesprochen und ich weiß, dass du es auch getan hast. Um das Schloss zu erobern, muss man seine Mauern durchbrechen. Es gibt keinen anderen Weg. Niemand öffnet die Tore, es sei denn, es geht um die Hinrichtung und die ist im Moment nicht angesagt. Und was schlägst du vor?
Präzision und Wissenschaft. Teile der Mauer werden derzeit wieder aufgebaut. Der Boden unter ihnen... Der Boden ist unter ihnen gesunken und hat die Struktur geschwächt. Ein Katapult selbst würde keine ganze Burgmauer zum Einschutz bringen. Aber wenn wir den beschädigten Bereich treffen, haben wir eine Chance. Glaubst du, dass das funktionieren kann? Das muss es auch. Außerdem finden dort drin Morde und Vergiftungen statt. Die Zeit läuft uns davon. Ich verstehe dich und ich glaube dir. Wir treffen uns also nicht zufällig hier. Ja, die Kriegsmaschinen, die um uns herum verstreut sind, gehörten einst den Normannen. Sie versuchten, das Land zu erobern. Das ist schon lange her seit diesen Zeiten. Warum sind sie noch hier? Sie wurden nie geräumt, damit sich die Bewohner daran erinnern, welche große Bedrohung auf sie lauert und wie sehr sie ihren König brauchten, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Das ist natürlich königliche Propaganda. Sie beabsichtigen, diese Ausrüstung zu benutzen. Und wir, aber die Katapulte sind in dem Zustand, in dem ihr sie seht. Es gibt einen Mann, der in der Lage ist, sie wieder zum Laufen zu bringen. Er besteht nur darauf, der Baumeister genannt zu werden. Er kommt auch in Spielen wie... Naja gut, das sage ich jetzt nicht. Aber sein richtiger Name ist Chris mit 2 S. Und um es klar zu sagen, er ist einfach ein guter Handwerker. Warum ist er dann nicht hier bei uns? Er ist jetzt nicht nur ein guter Handwerker, sondern früher war er Soldat. Er liebt Wein, er liebt ihn sehr. Verstehe, ich kenne solche Leute, zumindest einen. Du weißt also, wie schwierig es ist, sie zur Vernunft zu bringen. Ja, ich weiß. Er wurde kürzlich in der Nähe von Pillsbury Hill gesehen. Schau dich in den Tavernen dort um und in den Gossen. Frag ein wenig herum, du sollst in der Lage sein, ihn zu finden. Ich werde mich der Sache annehmen. Meine Damen und Herren, die Eroberung verschiebt sich um ungewisse Zeit. So. Leider habe ich keinen Teleportpunkt dort. Dann nehmen wir halt den Wegweiser. Die Eroberung verschiebt sich um voraussichtlich 5 Stunden. Da wir das Spiel noch ein bisschen in die Länge ziehen wollen. Finde das Gasthaus und sprich mit dem Wirt. Ich laufe erstmal hin. Okay, es ist gar nicht mehr so weit. Dann lasse ich euch jetzt einfach schnell da. Bis dahin genießen wir einfach mal hier schön die Umgebung. Wird mal ein bisschen Luft hier. Riecht mal die Blumen hier. Oh, das war scheiße. Ach, Mann! Ja, ich akzeptiere es, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist doch so eine Reiterstelle, oder nicht? Tendenz eher auf oder nicht. So, lass mich rein. Auf der anderen Seite verschlossen. Ach. Als ob er da nicht reinpasst. So. Die Mauern sind unüberwindbar. Man merkt es irgendwie. Ich sollte da lieber weggehen. Am Ende bleibe ich noch stecken und dann habe ich wieder ein Problem am Hals. Man kennt sich ja mit Bugs aus. Bugs Bunny. So. Aber hier muss doch was gehen. Oh Mann. Und hier? Mit Mechanismus verriegelt. Wie sieht's hier aus? Jetzt bin ich einmal um das komplette Ding rumgerannt. Wie kommt man da rein? Muss ich an die Tür klopfen? Will sie mich so in die Stadt schleichen oder wie oder was oder wo? Dann machen die auch in der Nacht erst auf. Lasst mich rein! Ich hab Durst. Ich möchte zur Taverne. Hab Brand.
Ja, und das war die Tür, die ich erst probiert habe. Okay, der einzige Weg, der funktionieren könnte, ist der hier. Na. Komm schon, ich bin doch groß genug, ich kann, spring doch hoch genug. Noch. Noch. Hier scheint es auch ziemlich niedrig zu sein. Ich merke, Robin Hood ist nicht gut in Klettern. Okay, versuchen wir einen Weg reinzufinden. Das wird ein bisschen dauern. So, ich habe an der Stelle hier habe ich jetzt einen möglichen Eingang gefunden. Zumindest bin ich jetzt innerhalb der ersten Mauern. Wie es weitergeht, ist unbekannt. Ich habe übrigens auch gerade eben, da sind so und so Steuereintreiber rausgekommen. Den habe ich gerade eben mich um den gekümmert. Da habe ich irgendwie Trophäe freigeschalten. Ich habe es gerade eben nochmal nachgeschaut. Wo waren das gerade nochmal? Du hast folgende Trophäe erhalten, das Einhorn eines Steuereintreibers. Ich kann allerdings damit nichts machen und ich sehe auch nicht, wo ich das finden kann. Hm. I don't know, I have car plan. So. Kann ich irgendwas machen? Naja, im Grunde genommen ist hier auch die... Mhm. Okay. Also wenn ich hier jetzt einfach reinmarschieren kann. Ein Marsch in vier Wänden. So, mal sehen. Da müssen wir auch eigentlich gleich da sein. Da ist die Taverne. So, guten Tag, Herr Wirt. Oh. Was darf sein? Ich brauche Wein und Informationen. Wein ist kein Thema, aber manche Informationen könnten dich das Leben kosten. Und das wird es nicht. Suche nach Chris, einen Belagerungsingenieur. Er soll hier irgendwo sein. Dieser Trottel, Meister, großer Baumeister, schenkt den Wein aus. Ich zahle später, du... Du netter Herr. Ja, sieht aus wie... In letzter Zeit hat er die Taschen anderer Leute leer getrunken, während er sie mit Gesprächen unterhielt. Genauer gesagt mit den Männern in der Ecke. Ein paar Fabrikarbeiter, die er dazu gebracht hat, mit ihm zu trinken. Und die Sorte von Menschen trinkt gerne. Danke, ich werde mich bei Ihnen erkundigen. Hallo Menschen in der Ecke. Ich bin nur auf der Suche nach Chris. Mir wurde gesagt, er wurde vor einiger Zeit mit euch... Mir wurde gesagt, dass er vor einiger Zeit mit euch getrunken hat. Stimmt das? Richtig. Wer will das schon? Chris hat zwei Tage lang für unser Geld getrunken. Bist du nun hier, um die Rechnung zu gleichen? Ihr wurde betrogen, nicht meine Schuld. Ich bin Robin Hood und die Sache ist dringend. Robin Hood? Müller 2 und 3. Nur die Ruhe, ich bin nicht so in Gefahr. Du bist nicht in Gefahr. Sag mir, wo er hingegangen ist und trink auf meine Gesundheit. Geh zum Masterport oder dann... Robin... Da wohnen. Chris muss dort irgendwo hin sein. Er hat in letzter Zeit so viel Spaß, dass er wohl den ganzen Tag in den Mühlen schuftet. Ich bin mir sicher, dass du ihn dort finden wirst. Gespräch beenden. So, nein, mit dir rede ich nicht. Hm. Da ist ein Punkt. Da ist noch ein guter Punkt. Gut, dass ich so viel unbekanntes Erz, Mineralvorkommen. Guck mal. Kann man auch noch vorbeigucken, gerade mal, wenn wir schon vorbeirennen. Da ist wieder eine Exekution oder sowas. Okay. Jetzt werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, was da ist. Unbekanntes Erz. So. Ist auf jeden Fall schön, dass ich mir hier den ganzen Weg hier reingearbeitet habe, nur um jetzt wieder nach draußen gehen zu dürfen. Okay. So, mal sehen. Wir gehen jetzt erstmal hier lang und schauen uns mal dieses Erz an. Das würde mich mal interessieren, was das für ein unbekanntes Erz ist. Vielleicht können wir es für ein Update brauchen. Vielleicht auch nicht. Mutterkraut. Hm. Sind auf dem richtigen Weg. Ja. Wir sind noch richtig. Dann schauen wir uns das noch ganz kurz an. Einfach nur so ein bisschen Erz abbauen. Schauen, was es ist. Vielleicht einen Teleporter in der Nähe aktivieren.
Und da werde ich vielleicht später nochmal allein hingehen. Ich bin Baumeister in den Mühlen, die er repariert. Mühle im Süden, Mühle im Norden. Hm. Okay. So. Irgendwo hier muss jetzt was sein. Flachs. Flachs wie wild. Bekannt aus dem Spiel Toonstruck. Okay, da springe ich nicht runter. Hier auch nicht. Hier springe ich runter. Ups. So, hier muss jetzt gleich irgendwo ein Teleporter sein. Also Wegweiser. Ich sage immer Teleporter, aber was anders macht das Ding ja nicht. Na gut, es speichert auch noch. So. Ich habe keinen... Ich wollte keinen Ärger mit euch haben. So. Eine Hähnchenkeule hier. So, was haben wir hier eigentlich? Schärfe Gold. Wir sind vorbeigerannt. Hm. Ich schaue euch den Ort jetzt für... Au. Dreckiger Bogenschütze. Stillgestanden. Fangschuss ins Bein. Wow, der hat Level 27 gehabt. Na ja, gut, der hat auch genauso geschossen. Ich habe übrigens keinen Pfeil mehr. Warte mal ganz kurz. Stahlkopf, was hat denn davor drin? Eisenkopf. Nur mal Kupferkopf noch rein. Kupferkopf, normaler Kopf. Alles eine Soße. Kommt zu Doc. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Ich hole euch einfach rein, wenn ich ein bisschen Erz gefunden habe. Okay, ich habe einen weiten Weg zurückgelegt, aber ich habe hier das... Oh, oh, Vorsicht. Unbekannte Erz gefunden. Hier hat überall jemand Ballen hingelegt. So, dann gucken wir mal, was das für ein unbekanntes Erz ist. Hm. Unbekanntes Erz. Keine Ahnung. Gibt keine Hinweise drauf, was es sein könnte. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Und dann schauen wir mal, ob wir ein Lager irgendwas bauen können. Vielleicht können wir ja irgendwas draus schmieden. Oh. Ich habe übrigens schon versucht, hier die Leute in die Fallen reinzulocken. Die rennen außen rum. Ich kann allerdings, wenn ich so richtig drauf haue und die dann zurückweichen, können sie auch ab und zu mal reintreten. Da siehst du schon, ist der Stammrad da drin. So. Oh, oh, Bogenschütze. Sch. Na gut, der ist eh schon weg, oder? Hey. Au. Level 27. Die sind ganz schön stark, die Jungs, und trotzdem so schwach. Aber die geben nicht viel EXP raus, leider. Na gut, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen von diesem Metall sammeln. Wie viel Gewicht haben wir? Nein, nicht mehr so viel. Okay, und dann hole ich euch einfach rein, wenn ich wieder draußen bin und bei der ersten Mühle bin. Okay, wir haben die erste erreicht. Ich gehe mal nicht von aus, dass er Chris ist, oder? Davon, der Müller. Davon, der Kunstheilwerker. Das bin ich. Und wer bist du? Oho. Empfinde ich wie eine, bei der Wortwahl. Nun gut, Meister Davon, ich bin Robin Hood. Du bist dieser Robin Hood? Ich kenne nur einen, also muss ich es sein. Es tut mir leid und ich danke, dass du unser Leben geholfen hast. Sie sagen alle so viele gute Dinge über dich. Ist das so, Meister Davon? Kein Grund für Formalitäten, Davon.
Und stimmt, sie sprechen sehr gut über dich. Du passt sehr gut auf uns auf. Also tun wir das Gleiche für dich. Das ist gut zu hören, denn ich suche nach Chris. Er soll doch hier sein. Verdammter Säufer. Er war es, aber er ist es nicht. Hey, was? Er war es, aber er ist es nicht? Mein Lehrling ist auch nirgends zu finden. Ich habe ihn gebeten, den Kerl in den Gasthäusern zu suchen. Ich muss... Muss ich dir erzählen, wie das geendet ist? Nein, ich kann es mir denken. Ich werde den kleinen Bastard das Fell über die Ohren ziehen, wenn er wieder zur Arbeit kommt. Ich denke, das müsste ich in einer anderen Mühle besuchen. Hört sich gut an. Verzeih mir, dass ich dir nicht helfen konnte. Was zum Teufel? Sieht nach Besuchern aus. Freunde von dir? Was für Freunde, Robin? Es sind Banditen von den Adams. Sie kommen nun zurück, um ihr Schutzgeld zu holen. Adams Family, au, über den Zaun drüber. Hey, lass den Mann in Ruhe. So. Das ist wohl ein super starker, weil der hat einen goldenen Stern oben. So. Goldstern oder nicht, der ist dort. So. Du herrschst jetzt einmal auf. Das gibst du nicht. Abenteuer eines Müllers. Ich danke dir, Robin. Ja, das war die Mission hier. Gut, ich sehe gerade ein, dass wir mit der Folge schon zu Ende sind. Ich glaube, ich werde doch schnell die Miss. Ich werde noch schnell runter zur anderen Mühle gehen, werde nebenbei noch den einen Gehängten da retten. Und dann hole ich einfach da wieder rein, wenn wir wieder unten sind. Dann bis gleich. So, ich habe die zweite Mühle erreicht. Oh. Meister Porter nehme ich an. Du hast recht, aber wenn ich auf solche Trunkenbolde plasse, dann bin ich nicht mehr lange einer. Und wo zum Teufel sind meine Helfer? In ein Gasthaus, sie werden bald hier sein. Jetzt muss ich erstmal schnell diese wandelnde Brauerei mitnehmen. Du meinst mich? Das nehme ich dir übel. Hör auf zu hören, hör zu. Man sagte mir, du kennst Reynold. Er braucht dich, er wartet bei den verlassenen Katapulten. Ich schon. Wenn Reynold sagte, er braucht meine Hilfe, dann ist das kein Scherz. Los geht's. Was mit der Mühle? Das wird warten müssen. Wir treffen uns dort, Chris, aber beeilt euch und haltet um Himmels Willen euch von Gasthäusern fern. Sprich mit Reynold. Ja gut, aber wir werden mit Reynold in der nächsten Folge erst sprechen. Damit danke ich mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und über einen Sack Münzen. Naja gut, Spenden nehme ich aktuell keine an. Wird sowieso aktuell nichts kriegen. Na gut, egal. Vergessen wir das, was ich gemeint habe. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.